So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der Heritage Super Tour City Tour. Ja, und auf geht's. Havana und Shanghai, zwei Rennen. So, nehmen wir den Skyline hier. Drei Runden drin. Okay, auch noch im Regen, ja gut. Hallo meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr für Kristen hier? Fantastisch, so machen wir weiter. Was sollten wir bei dieser Strecke erwarten? Wie bei allen Straßenkursen gefällt mir hier... Okay, na doch. Wir haben 14, starten wir. Okay. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Gut weggekommen sind wir auf jeden Fall. Schon mal zwei Plätze. Zwei Autos gewonnen. Halt dich zurück. Du hast jemanden zum Meister getrieben. Bei mir hat er mich so ein bisschen weggebremst. Der kleine Escort hier, den kann ich nicht folgen. Der mir gerade ein bisschen. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Jetzt geht's aber. Jetzt bin ich gerade vorbei. Jetzt geht's auf zwei Pfosten. Handbremsen für diese Kurve hier und dann haben wir ihn. Und jetzt können wir uns hoffentlich ein bisschen absetzen hier. Und das hat er gerade ziemlich Sachen. Ich habe die Hand in die Hand gefahren. Da sah es zumindest gerade so aus. Ja, wir sind vorne durch. Die Kollegen nur 14 momentan. Wir sind schon mal weg und gehen jetzt in Runde 2 gleich. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ach, das ist die Reverse-Strecke, ne? Die kennen wir normalerweise auch andersrum. Gab es keinen Kontakt, zumindest nicht bei mir. Kann sein, dass es hinten noch ein bisschen gescheppert hat. Das war eine leichte Berührung. Da gab es die Probleme. Momentan liegen wir auf 1, die Kollegen nur auf 9.
Der hat sich jetzt ein bisschen mit reingekämpft, ja. Ja, durch, manchmal kommt er so ein bisschen durch, aber dann bleibt er irgendwo hängen und dann wird's eng. Dann gibt's nicht. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ich nicht letzte Kurven durch. Aber bis jetzt, zweiter Sektor. Durch diesen Rennen hier. Da irgendwo richtig festgehalten haben. Also momentan sind wir wieder auf 16, 15 jetzt. Das sieht gut aus. Sehr gut. Durch. Ja gut, jedenfalls sind wir durch. Haben wir mit über 14 Sekunden, also ja, passt. Das passt soweit. Sekunde. So. Und dann geht es ins zweite Rennen. Das ist zu Shanghai mit 4 Runden. 3,7 Kilometer lang, diese Strecke. So. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich Auch gut, der Start ist erfolgt. Wir bringen auf 1, das ist immer gut. Oh, da schieben sie sich aber alle wieder vor. Wir hängen mit Handel. Das wird weg. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Wir gehen ja. Der muss mir nicht auf den Sack gehen dann. So, ich habe mich gerade ein bisschen raus. Geh jetzt erstmal hier an dem Auto vorbei. Viele, viele Ford Escort dabei. Dann nehme ich noch mal einen Platz mit, den würde ich gerne, damit wir dann doch in Führung gehen. Damit haben wir eine Doppelführung. Ja, 4 Runden ist ja an. Auf dieser Strecke, die garantiert nicht ganz einfach ist.
guter Start. Bleib an der Spitze. Das ging in die Wand. Ein 37 ist momentan unsere beste Runde. Wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Morgen haben wir nochmal ein 3 Rennen. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Das kann nicht viel sprechen, weil auch ein bisschen gerade über diese engen Gassen hier, wo sie plötzlich drin ist. Aua. Ja, scheiß drauf. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, dann setzen wir uns jetzt in der letzten Runde noch mal ein bisschen abversuchen zumindest. Und dann haben wir es für heute geschafft. Aber wie gesagt, wir haben noch eine gute halbe Runde. Der Tipp wurde nur auf. Ja. Aber immer noch auf Platz 2. Und wir sind durch. Heute. So. Zehn Sekunden waren es am Ende.
So. Und wir sind gleich schon wieder Level 2, also ich weiß nicht, was das für ein, das ist bestimmt so extra Level oder so. Naja, egal, wir sind durch jedenfalls. Jedenfalls haben wir es schon mal geschafft. Schade, der Teamkollege nicht dabei, trotz seinem zweiten Platz heute. Ja, und die Group A, die ruft uns morgen mit 3 Rennen. Wir haben dann Okutama, Sprint, okay, Sprintrennen, Paris und den Red Bull Ring. Naja, bis dahin und tschüss.